So, Freunde und Damen, herzlich willkommen hier zu meiner ARS Ice Bucket Challenge. Ich wurde ja vom lieben Bai Black Ace nominiert und deswegen mache ich das natürlich jetzt hier auch sofort. Und erstmal nochmal dazu, was ist ARS? ARS ist eine degenerative Nervenerkrankung, die sozusagen dazu führt, die sozusagen die Nervenzellen schädigt, die für die Muskelbewegung zuständig ist. Man ist demnach in seinem eigenen Körper sozusagen gefangen und kann dagegen nichts machen. Bis jetzt noch nicht, aber dafür soll ja die Forschung dann dienen. Dafür macht man jetzt die Ice Bucket Challenge, die sozusagen dazu dient, um Aufmerksamkeit zu wecken, dafür natürlich auch zu spenden, was natürlich auch eine gute Sache ist, was ich natürlich auch noch machen werde. Und ja, mit den Eiswürfen ist es ein bisschen schief gegangen. Ich blende das mal hier kurz ein. Ich hätte die noch ein bisschen länger drin lassen müssen. Jetzt sind die irgendwie schon wieder weg, aber trotzdem das ganze Eiswasser, das da drin ist, arschkalt. Und ja, die drei Nominierten seht ihr gleich am Ende des Videos. Ich würde mal sagen, ich fange einfach direkt an, da habe ich es direkt hinter mir und dann bis gleich. So, ich hoffe, ihr seht es auch wirklich alles, weil ich möchte es hier tatsächlich nicht umsonst machen, dass die Kamera jetzt irgendwie nicht läuft oder sonst irgendwas. Und dann ziehe ich es einfach jetzt durch und fertig. So, und jetzt noch meine drei Nominierten, und zwar nominiere ich einmal BastelFreak95, Xcorso und MasatugiTV. Ich hoffe, wir kriegen die da alle zu, dass sie das auch wirklich machen, den Spaß hier. Alter! Und... Oh, jetzt wird es aber gerade richtig schön warm. Und dann sehen wir uns... morgen ganz normal wieder zu einem ganz normalen Video. Und würde ich sagen, danke fürs Zuschauen hier, für den Spaß hier. Ich bin klitschernass, es ist schön kalt gewesen. Aber jetzt wird es wirklich wieder richtig warm, das ist ganz angenehm. Es ist im ersten Moment kalt, aber es wird dann wirklich sofort... warm. Und dann würden wir uns ja morgen wiedersehen. Danke fürs Zuschauen und tschüss.